Willkommen zurück auf meinem Kanal Bienes Kreativfluss. Ja, ich begrüße euch erstmal ganz, ganz herzlich und habe heute eine tolle Idee gehabt. Ich mache gerade diese Promptliste mit Defemberember von 49 Dragonflies und Louise Heinzel. Und ja, ich bin gerade, oder ja, logischerweise bei Nummer 9. Ich habe schon ganz, ganz viele gemacht. Naja, gut, alle, die es da gibt. Und möchte sie auch nachher in ein Art Journal einbinden, sozusagen. Und heute ist Tee und Briefumschlag dran. Ich bin noch nicht sicher, was ich mache. Aber ich dachte, ich guck mal mit euch zusammen, was ich da Schönes basteln kann. Sachen sind mir als erstes natürlich eingefallen. Ein Briefumschlag in einer jetzt nicht so gewöhnlichen Größe. Das ist jetzt so eine Sondergröße. Das ist vom Tee. Das hier ist getrocknet, also der Teebeutel getrocknet. Da habe ich so kleine Vöglein drauf gestempelt mal. Und mein derzeitiger Lieblingstee. Irgendwie kriege ich den gerade nirgendwo mehr, aber ich liebe ihn. Der ist mit Bio-Chai-Gewürztee mit Zimt und Ingwer und Nelke. Oh, lecker, sage ich euch. Ich habe noch einen einzigen, den hebe ich mir bis zum dritten Advent auf. So, und dann habe ich rumüberlegt, was mache ich da jetzt? Wenn ich jetzt hier hinten gestalte, so oder so, beziehungsweise so, dann sieht man ja den Briefumschlag nicht mehr. Das hat ja irgendwie jetzt den Sinn nicht mehr. Dann habe ich hier rumgestaltet. Aber auch doof, wenn das hier so raushängt, aber schon eine bessere Idee auf jeden Fall. Sieht auch süß aus irgendwie. Ja, aber dann habe ich überlegt, eigentlich müsstest du einen Briefumschlag selber machen, der so die Größe hat von diesen ganzen Sachen. Dann habe ich hier so ein, ja, so ein Formmodell gemacht sozusagen, der ist noch nicht fertig. Das wäre vielleicht eine schönere Idee, dachte ich, weil man hier noch sieht den Schlitz sozusagen von dem Brief und man kann hier was drauf gestalten. Also die Idee fand ich eigentlich besser. Ja, da würde ich sagen, versuchen wir uns mal einen Briefumschlag zu machen. Geknickt habe ich das schon. Das war ein DIN A4 Blatt. Einfach einmal so geknickt, einmal umgeschlagen schon mal. Ich gucke mal, ob ich das so ganz spontan hinbekomme. Nehme mal jetzt hier so eine Schere und schneide mir hier, ja, wie sieht ein Brief so aus? So, dass ich das ungefähr gleich abschneide hier. So. Zack. So. Jetzt ist das so ein, ja, sowas wie ein Briefumschlag. Das Innere schneide ich auch mal ab hier. Das brauchen wir nämlich nicht. Mache ich jetzt einfach mal Pi mal Daumen hier. Zack, zack. So. Zack. Nun habe ich überlegt, man kann hier natürlich kleben oder nähen. Ich denke, ich klebe das einfach mal. Ich könnte es auch nähen, aber nee, heute mal nicht. Und da der Briefumschlag jetzt auch noch schick aussehen soll, nehme ich mir mein Destrush Ink, beziehungsweise ein bisschen zweidimensionaler sozusagen. Jetzt sieht man ja die wunderschöne Klappe nicht. Aus dem Grund habe ich das Ganze ja gemacht. So. Ist schon schöner. So. Ich nachpinseln hier. Ich mache das ja unheimlich gern, ne? So. Da
dann sieht es doch schon mal besser aus. Wir wollen das mal noch mal so ein bisschen, wo ist mein Falzbein hin? Ein bisschen falzen, damit das schön nach unten geht. So, die Ecken, die möchte ich auch noch mal. Wenn schon, denn schon, ne? Dann soll der ganze Brief vintage aussehen. So, ich meine, er ist recht groß. Das ist natürlich so eine Sache. Ich möchte eigentlich ganz gern, hol mal hier die Sachen ein bisschen hervor, die ich hier habe. Ich möchte eigentlich ganz gern mein Lieblingstee hier drauf haben. Nee. Hier hatten wir doch so schön. Das, ja. Aber man könnte es auch so machen. Ich glaube, egal wie, muss ich ein Stück hier abmachen. Mache ich jetzt einfach knallhart. So, das ist cool. Jetzt suche ich gerade was. Oh, denn den möchte ich auch. Ups. Hier habe ich so ein Teil, wo man das so ein bisschen auffransen kann. Weil wenn man das macht, wird das schöner, wenn man den gleich das Desteris Ink benutzt, dann hat man noch schöneres Ergebnis. Das sieht noch mal so ein bisschen abgeranzter aus. Das finde ich ja sehr schick. So, gucken wir mal. Ich zeige euch das mal. Zack. Seht ihr? Das wird richtig schön dunkel. Oben sowieso, da habe ich ja das abgerissen. So, Tea Time. Yay, das ist doch schon mal schön. Jetzt habe ich noch eine Idee. Also, die würde ich gerne hier raufpacken. Und ich habe so eine Idee. Eigentlich, warum soll man nicht einen ganzen Teebeutel darauf packen? Ich meine, man kann doch alles machen, oder? Ich würde aber, irgendwo in der Ecke hier so ein bisschen was von dem Zeug rausmachen. Und ja, wollen wir doch mal gucken, wie es ausschaut, wenn wir das dann einfach so mal mit Gelmedium draufpacken. Okay, probieren wir es mal. So, dann habe ich mir noch meine Schere besorgt hier. Jetzt machen wir einfach, ich würde sagen, hier unten, das wird ja sowieso geklebt. Machen wir ein bisschen was raus. So. Machen wir ein bisschen Schweinkram hier. Jetzt habe ich auch meinen Spachtel geholt hier. Erstmal werde ich hier das aufbringen. Das gefällt mir an der Stelle ganz gut. Das mache ich egal wie. So. Erstmal kommt das hier rauf. Das ist ja so mein Lieblingstee zurzeit. Das passt sehr gut, wie ich finde. So, zack. Ob ich die Vöglein dann noch aufmache, weiß ich nicht. Eigentlich möchte ich erstmal das hier ausprobieren. Und vor allen Dingen, genau, das soll nach oben. Das darf gerne mit drauf. Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt funktioniert, was ich hier vorhabe. Ich werde erstmal das hier einpinseln. Ordentlich. Was tue ich hier? Und dann kommt der da drauf. Und dann. Ja. Kriegt da ordentlich was ab jetzt hier. Ich weiß nicht mal, ob das hält. Vielleicht hätte ich noch mehr rausnehmen müssen.
in der Mitte auch ein bisschen. Obwohl ja gerade dieses Erhobene hier ja cool aussieht, ne? Ups. Stimmt, ich sollte da lieber ein bisschen reinmachen. Oh, komm her. Damit das auch zu bleibt. Am besten nicht nie das Ding drauf. Hilfe. Oh, ich finde das voll cool, wie das ausschaut, ne? So. Dieser Dödel darf ruhig gerne bleiben. Hier das Teil. Obwohl es mir passen würde, wenn ich jetzt den ein bisschen festmache, dass der nur ein Teil so runterhängt. So wie ich das gern hätte, nämlich genau da. Also, probieren wir es doch mal. Oh Mann, was tue ich hier? Und dann kann man ja noch ein bisschen weiter gestalten. Wir haben ja noch eine Menge Platz. Das sieht eigentlich auch cool aus damit drauf, ne? Ich das gleich mache bei der Gelegenheit. Ich glaube ja. Nachher kann man ja noch so ein bisschen irgendwas malen oder Spritzerchen machen hier. Mal schauen. Packen wir die doch einfach mit drauf. So, jetzt ist das so einigermaßen getrocknet. Ich habe auch ein bisschen nachgeföhnt und der Plan hier ging auf. Das geht hier genau runter, wo es soll. Ja, jetzt habe ich mir nochmal eine alte Flow geholt. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ich bin mal so markiert. Ich wollte noch irgendwas mit Tee vorne drauf haben, so, ne? Ja, aber ist mir hier auch zu klein, aber ich habe hier irgendwo noch was gesehen. So Aufkleber tatsächlich, aber genau hier, da ist Tee, vielleicht vorne noch oder mal schauen, dass hier irgendwie zupasst. Hier vielleicht unten noch so ein kleines Teetässchen und dieser Tee. Diese Teekanne würde ich vielleicht gut finden, weiß ich aber noch nicht so recht. Ich mache es jetzt einfach mal dahin ein. Und die Kanne hätte ich gern noch. So. Das scheint ja auch Tee zu sein. Das sieht nicht nach Kaffee aus. Ich werde das eh nicht überdecken hier bei Tea Time. Der so runter ist, hier oben vielleicht. Der kommt hier runter. Warum nicht, oder? Hau ihn rauf. Egal. Manchmal muss man es einfach machen. Und dann habe ich mir hier noch so ein paar Farben rausgesucht, die eventuell passend wären. Ich weiß zwar noch nicht welche. Erstmal Gold. Wir haben ja Weihnachten. Nee, das ist ja so ein Weihnachtsspecial hier. Ich probiere es einfach mal. Ich mache es mit dem Finger einfach. Und gehe hier mal so ein bisschen rüber. Ja. Ob es mir gefällt, werde ich nachher sehen. So, ja. Sieht doch ganz nett aus. Hier noch ein bisschen. Kanne muss hier richtig drauf. Die sind mir viel zu hell, sehe ich gerade. Da muss ich auch noch mal gleich ran. So. Dann. Ich weiß nicht. Bin mir nicht ganz sicher. Ich werde mir erstmal nochmal mein Foto, Vintage-Foto nehmen und hier so eine Bürste. Das hier ein bisschen dunkler gestalten. Das ist viel zu hell. So ist schon besser. Der auch. Das ist schon besser. Zack. Sieht doch schon ganz gut aus so.
Ja. Jetzt müsste man hier eigentlich noch, kennt ihr das noch von früher, dass man hier Absender geschrieben hat? Könnte man ja eigentlich auch machen. Davon noch was rauf, wäre ein bisschen too much, glaube ich. Ich glaube, das Gold reicht. Hier haben wir noch so ein bisschen dunkleres Gold. So. Jetzt ist es schon sehr viel cooler. Ich finde die Seite besonders schön. Also man könnte auch es einfach so lassen können. Aber gut, jetzt habe ich die Vöglein da noch mit drauf. Das ist auch schon in Ordnung. Gut. Ah doch, ich weiß noch. Wir könnten noch ein bisschen hier die Übergänge. Oh, das war jetzt ein bisschen zu viel. Huch. Mist. Gold gegenarbeiten, Hilfe. Das ist immer so, wenn man dann es ausprobiert und das sieht dann doch nicht so dolle aus. Guckst du erstmal außer Wäsche, ne? Ja, das war schon. So ein bisschen hier. Da noch. Das ist aber echt fester, das Gold hier. So. Gut. Zack. So schaut es schon mal ganz nett aus. So. Jetzt habe ich mir noch zwei Sachen überlegt. Erstens stört mich das, dass es hier nicht richtig runtergeht. Ich habe hier so alte Bücherklemmen, hießen die früher. Für Warenpost und Büchersendung hat man die früher genommen. Gucke ich mal ungefähr, wo hier die Mitte ist. Und bring da einfach sowas rein, würde ich sagen. Gucken, ob ich das hier so reinbekomme. Eine alte Bücherklemme. Nee, noch nicht ganz. Na. So, jetzt habe ich es. Yes. Das gefällt mir noch nicht ganz. Ich habe hier etwas. Ihr würdet euch jetzt bestimmt fragen, was das ist. Ich habe letztens Goldspritzer gemacht und das angerührt mit einer Paste und ein bisschen Kaffee. Und das ist hart geworden. Dann wollte ich das abspülen und hatte das plötzlich so in der Hand. Ja. Und jetzt überlege ich, dieses ältere hier gefällt mir, dieses abgesapschte. Genau, ob ich das hier einfach mal so ran mache. Ist zwar mit Kaffee, aber man sieht es ja nicht, ne? Und ich finde es einfach ein bisschen spannend. Man denkt so, huch, was ist denn das? Ja, habe ich mich selber gefragt. So, das kommt jetzt einfach damit drauf. So, bisschen Kleber. Ups. So, zack, schön dran hier. Ja, das sieht doch schon cool aus. Ja, jetzt bin ich eigentlich zufrieden hier. Sehr spannend, was man da sich alles so einfallen lassen kann zu so etwas. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ja, gebt mir gern einen Daumen hoch. Lasst mir auch gern ein Abo da, wie ihr möchtet. Falls ihr noch mehr sehen wollt. Und ja, das war jetzt Dezember, November, Tag 9. Tee und Briefumschlag.